Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins und liebe Gäste natürlich. In unserer heutigen Vortragsveranstaltung, der vorletzten unserer Umweltserie, werden wir über den Klimawandel reden aus einer besonderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Pole. Die Pole werden im Vordergrund stehen. Das Thema lautet: Polarregionen im Wandel. Was hat das mit uns zu tun? Es ist schon seltsam. Die Pole, soweit sie entfernt sind von uns, haben doch eine erstaunliche Beachtung in allen Medien. Das wird besonders hier im Norden klar. Das Meer, die Nähe des Meeres, die Pole, das sind Prozesse, die zumindest denjenigen, die hier eine engere Verbindung zum Meer haben, durchaus einleuchten. Aber wie laufen diese Verbindungsprozesse im Einzelnen? Nun, das ist genau das Thema, worüber heute Frau Professor Antje Boetius aus Bremen zu uns sprechen wird. Eine der überragenden Spezialistinnen auf dem Gebiet. Sie ist zurzeit auf Lanzarote, genießt ein wenig Abstand von der Kälte hier bei uns, nicht vom Meer, wie ich gehört habe. Das Meer sieht sie sogar. Ich hoffe also auf eine störungsfreie elektronische Kommunikation, die diesen Vortrag ermöglichen soll. Willkommen nochmal, liebe Antje. Ein paar Worte zur Vita von Frau Professor Boetius. Die ist recht beeindruckend. Das Schöne dabei ist, bis Anfang der 90er Jahre war Frau Boetius bei uns an der Hamburger Universität Studentin und hat hier in Hamburg ihre Promotion abgeschlossen. Das Thema der Promotion, ich lese jetzt einmal, Aktivität von Mikroben und Nahrungsflüsse in der Tiefsee. Ich glaube, das ist gekürzt. Über die USA als Zwischenstation kam Frau Professor Boetius nach Bremen, wo sie am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in steiler Karriere ihren Weg machte. Dieses Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie ist eingebettet in das Alfred-Wegener-Institut. Und wie ich gerade hörte, mittlerweile ist dieses Alfred-Wegener-Institut ein ungeheuer großer Forschungskomplex mit vielen, vielen Teilinstituten geworden. Und dort ist sie die mit Polar- und Meeresforschung in der Tiefsee begann, Direktorin geworden. Mittlerweile ist dieses Institut Teil des Helmholtz-Verbandes. Also das ist ein Riesenkomplex. Und gleichzeitig sind die Professoren dieses Komplexes Mitglieder der Universität Bremen. Sie sind dort Professoren und haben die üblichen professoralen Tätigkeiten, die man als Professor hat. Im Alfred-Wegener-Institut leitet Frau Boetius die Forschungsgruppe oder eine Forschungsgruppe für Tiefseeökologie und Technologie. Und in all diesen Funktionen ausübend nahm sie an mehr als circa 50 internationalen Meeresexpeditionen teil. Das ist eine riesige Zahl. Derzeit, so weiß ich, beschäftigt sich Frau Boetius vor allem mit Fragen der Auswirkung des Klimawandels auf die biologische und geochemischen Prozesse und auf die Vielfalt der Organismen. Wer die Süddeutsche Zeitung bezieht, der weiß, dass sie zum heutigen Tag einen größeren Vortrag über die Tagung in Glasgow, die kürzlich stattgefunden hat, als Autorin dort abgedruckt hat. Der Weg von Frau Boetius, den Sie ja kurz umrissen jetzt bekommen haben, ist begleitet, und das möchte ich nicht vergessen, von vielen Auszeichnungen und Preisen im In- und Ausland. Und ich kann nur ganz wenige nennen in der gegebenen Zeit. Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG, der höchste Wissenschaftspreis schon im Jahre 2009, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Mitglied und Vorsitzende dann auch des Wissenschaftsrates der Deutschlands, über lange Jahre dieser
dieses Gremium berät die Politiker in Wissenschaftsfragen. Und fast zwangsläufig für all diese Tätigkeiten und die Art, wie sie sie ausführte, bekam Frau Boetius Preise verliehen. Auch da eine Auswahl, der Deutsche Umweltpreis 2018, das Bundesverdienstkreuz, nicht zu vergessen, 2019, und der Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbandes. Und dieses letzte hebe ich deswegen hervor. Das soll nämlich nicht unerwähnt bleiben, dass Frau Boetius zusammen mit ihrem Vater ein allgemein verständliches, kein Spezialbuch, sondern ein Buch geschrieben hat, das jeder gut lesen kann. Ich hebe es mal hier hoch. Das dunkle Paradies über die Tiefsee. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein gut lesbares und interessant aufgemachtes Buch. Es beginnt nämlich mit einem Szenario, als ob die Ozeane leer wären und man wandert da durch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das zeigt aber sowohl der Kommunikatorpreis als auch dieses Buch, dass ihr sehr daran gelegen ist und ihr Engagement darauf zielt, wissenschaftliche Erkenntnisse, in diesem Fall des Meeres, des Klimawandels, öffentlich zu verbreiten und die Kommunikation über diese komplexen Dinge zu verständlich darzustellen. Am Ende des Vortrages werden Sie, meine Damen und Herren, wie üblich Zeit haben, noch Fragen zu stellen. Und ich wünsche Ihnen für den Vortrag eine anregende Zeit. Antje, die elektronische Bühne ist dir. Vielen Dank, lieber Olaf, das ist sehr nett. Natürlich muss man an der Stelle besonders hervorheben, dass das Werkzeug, mit dem ich ausgestattet bin für meine Forschung und meine Kommunikation, der Universität Hamburg zu verdanken ist und einigen hier Anwesenden. Ich habe hier studiert und habe die Zeit genossen, in der die Hamburger Universität, glaube ich, weltweit der Hotspot für Tiefseebiologie war. Und komme nachher auch noch mal ein bisschen auf das, was ich hier gelernt habe. Es hat mir sehr viel genutzt, dass ich Biologie und Meeresforschung umfassend hier studiert habe in Hamburg, also nicht spezialisiert war, sondern sehr breit aufgestellt worden bin von der Universität. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass ich ganz früh schon als junge Studentin, als Hilfskraft mitgenommen wurde auf Expeditionen und so gelernt habe, dass es essentiell ist, Augenzeuge zu sein und darüber zu sprechen und zu schreiben. Die Veränderungen, die wir bemerken, das tun ja nicht nur Wissenschaftler, sondern alle Menschen, die aufzuheben und daraus etwas zu machen. Und dieser Idee ist der Vortrag hier auch gewidmet. Wir reisen jetzt in die Polarregion, die in einem erstaunlich schnellen Wandel befindlich sind, vor allen Dingen die Arktis, sprechen, was das mit uns zu tun hat. Wie Sie hier sehen, ist die Erde mal aufgeklappt und zwar am Äquator oder sogar etwas nördlicher in zwei geschnitten. Ein Blick auf den Globus, wie man ihn nicht so oft hat. Jeder, der einen Globus zu Hause stehen hat, der weiß, wenn man ihn dreht, dann schaut man rund um den Äquator herum. Aber hier sieht man mal auf den Nordpol und auf den Südpol. Und was Sie hier also vor sich sehen, ist dieser spezielle Blick auf die Erde, auf die kalten und gefrorenen Teile der Erde, die enorm wichtig sind für die Funktion unseres Planeten. Wenn wir mal mit der Arktis anfangen, dann können Sie erkennen, vielleicht sehen Sie die Arktis am besten, wenn Sie nach Grönland schauen. Dann sehen Sie erstmal Grönland mit seinen großen Eisschilden. Und dann in der Mitte ist ein Ozean mit Meereis drauf. Und zwar immer noch einige Quadratkilometer an Meereis. Im Vergleich aber zu der gelben Linie, die Sie hier erkennen können, schon deutlich weniger als noch in 1990, als ich begann überhaupt als Studentin davon zu träumen, auch mal die arktische Tiefsee entdecken zu können. Dann sehen Sie in rosa Landschaften, so rosa gemalt, rund um die Arktis herum, den arktischen Ozean herum. Und das vergessen viele Menschen oft, die nicht im Norden leben, dass auch ein riesiger Teil unserer Erde gefroren ist. Und zwar Erde im Sinne von die Böden, die gefroren sind, die nennen wir Permafrostböden. Das bedeutet, sie haben durchgängig gefroren, also Minusgrade im Boden. Der Schnee bleibt darauf liegen rund ums Jahr. Und all das zusammengefasst, alles, was Sie hier in weiß und rosa sehen, ist das nördliche weiße Schutzschild,
der Erde. Weiß bedeutet hier, es ist eine Farbe, die Sonnenlicht reflektiert. Und allein dieser Umstand, eine solche riesige Fläche der Erde weiß zu haben, bedeutet, dass die Erde ein spezielles Albedo hat, für was die Polarregionen im Norden stehen, was ganz essentiell für unsere Klimastabilität ist. Wenn Sie jetzt auf die andere Seite schauen, dann sehen Sie den antarktischen Kontinent mit seiner interessanten Form. Die Antarktis trägt die größte Menge des gefrorenen Wassers auf der Erde. Gerade ist ein europäisches Forschungsprojekt am Laufen, wo versucht wird, den längsten Bohrkern dieses abgelagerten Schnees, der ja eben diese Eisschilde ausmacht. Das können Sie sich so vorstellen, dass eben über Jahrtausende, Jahrhunderttausende der Schnee, der abregnet auf dem antarktischen Kontinent, dass der immer wieder von der nächsten Schneeschicht zusammengepresst wird und so ein Eisschild wächst. Und diesem Eisschild ist zwar auch Schwankungen unterworfen, aber mittlerweile haben wir ein sehr großes Eisschild auf dem antarktischen Kontinent. Und jetzt sind die Leute heute Morgen gemeldet, die dort bohren, bei 270 Metern. Und wir hoffen, wenn wir durchgebohrt haben, 1,5 Millionen Jahre der Erdgeschichte in Bezug auf CO2 in der Atmosphäre und Methan in der Atmosphäre und Sauerstoffisotopen abbilden zu können, um erstmals praktisch die gesamte Geschichte der Menschheit, seitdem wir mit Feuer spielen, aufschlüsseln zu können im Verhältnis zum Klima. Wie geht das? In dem Schnee, der abfällt und der zusammengedrückt wird, fangen sich Luftbläschen, also einfach direkt Luft ein. Und diese Bläschen können wir, wenn wir einen langen Bohrkern haben, dann ganz genau über die Zeiträume aufschlüsseln, wieder rausziehen mit einer Spritze und dann messen, wie viel CO2 und Methan gab es. Und das ist für uns ein essentielles Wissen, weil man so unterscheiden kann, was sind die natürlichen Klimaschwankungen des Planeten Erde, die es durchaus gibt, und was sind die menschengemachten Schwankungen, mit denen wir jetzt und in der Zukunft zu tun haben. Wenn Sie jetzt vom antarktischen Kontinent und dem ihm umgebenden Meereis, hier ist eine Wintersituation aufgenommen, nochmal auf den Ozean gucken, rund um die Antarktis, dann ist es wichtig zu verstehen, welche Rolle der Südozean, den wir kaum kennen, der kaum untersucht ist, für unser Leben spielt. Von der Fähigkeit dieses Wasserkörpers, des gigantischen Wasserkörpers Ozean der Erde, 70% der Oberfläche sind bedeckt, ist der Südozean derjenige, der über 2/3 von aller Wärme, die die Meere aufnehmen können, aufnimmt. Und der Südozean nimmt auch gigantische Mengen an CO2 aus der Atmosphäre auf. Die Weltmeere insgesamt nehmen 25% auf, fast ebenso viel wie das Land. Und der Südozean spielt auch dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn man also dafür einen Moment überlegt, was also die Polarregionen für uns tun, sie sind wirklich unsere Schutzschilder. Sie sind die im Grunde abdämpfen, puffern. Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt gleich eine Reise vor allen Dingen in die Arktis unternehmen. Ich beschränke mich hauptsächlich auf Forschung in der Arktis, die ich selber durchgeführt habe. Über die Antarktis könnte man einen ganz eigenen Vortrag halten. Aber jetzt reisen wir einmal mitten hinein und schauen uns an, was das Meereis, der Ozean und das Leben darin für natürliche und für menschengemachten Schwankungen unterworfen ist. Was hier zu sehen sein sollte, ist eben der Blick von uns Polarforschern. Wenn wir unterwegs sind in diesen weißen Regionen, dann ist das Besondere, dass wir eben entdecken können, wie Schnee und Eis den Ozean beeinflussen, wie die wiederum von der Atmosphäre beeinflusst werden und wie auf und unter dem Ozean hängt. Wir haben eine ganz enge Kopplung, dieses Eis selbst, wie ein Substrat ist, auf dem läuft herum von Krebsen und Fischen gefressen werden. Wir schauen da gleich nochmal genauer hin.
Und alles hängt hier mit allem zusammen. Das heißt also, die meereisbedeckten Ozeane, die sind wirklich extrem besonders, weil sie die Algen ganz extrem an geringes Sonnenlicht angepasst sind. Und wenn wir also diese Regionen weiter und weiter erhitzen, erwärmen, wenn die ins Schmelzen geraten, dann verändert sich eben tatsächlich alles. Die Bilder, die wir mittlerweile ja kennen, von grauen, dunklen Gletschern, von Meereis, von Eis, was von oben und von unten schmilzt, von dem Abbruch von riesigen Eismassen, auch den Permafrostregionen Sibiriens, die für sich genommen so viel Kohlenstoff enthalten, wie wir derzeit in der Atmosphäre haben, dann verstehen wir eigentlich, was unsere großen Risiken und Bedrohungen sind. Wir Menschen, seit 10.000 Jahren mit einem stabilen Klima im Holozän. Und erst in der letzten Zeit hat durch die Nutzung fossiler Brennstoffe eine vollständige Veränderung von Klima, aber auch Wetterphänomenen stattgefunden. Die Bilder, die man hier sieht, sind wirklich katastrophale Bilder, nicht aus Deutschland, sondern aus den kanadischen Küsten oder den Alaska-Küsten, wo Permafrost ins Meer fällt und abbricht und Flutwellen entstehen und ganze Dörfer wegspülen. Wir fokussieren natürlich oft auf das, was bei uns selbst zu beobachten ist, aber wir können wirklich sagen, dass rundum die Kryosphäre in enorm schnelle Veränderungen gelangt ist. Was wir hier sehen, ist unser Forschungseisbrecher Polarstern, der Meereisgrenze da kurz davor sozusagen ins Meereis einzubrechen. Und ich kann hier an der Stelle sagen, dass es für mich ganz besonders war, als ich als Studentin erstmals diese Situation miterlebt habe. Also wenn man auf dem Forschungsschiff ist und über die Ozeane fährt, dann kriegt man schon einiges mit, Wellen, Wettersituationen. Aber es ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man sich dem Meereis annähert. Schon lange bevor das Schiff auf das Meereis trifft, wird die Anhören auf, weil das Meereis auch gegen Wellen puffert. Und dann auf einmal ist man an der Kante und dann fühlt sich das ganz ungewohnt an, wenn so ein Schiff dann eben ins Eis brechen muss. Und das Eis selbst hält natürlich die normale Schifffahrt, die Fischerei und alles zurück, sodass wir heute sagen können, die großen Meerregionen der Erde, die im Grunde einigermaßen unberührt sind, geschützt sind vor Fischerei, nicht mehr ganz vor Vermüllung, muss man leider sagen, aber trotzdem heiler sind als alle anderen Meeresregionen, sind eben diese eisbedeckten Regionen. Ich komme jetzt kurz auf das, was mich als junger Mensch schon inspiriert hat, diese Idee, dass die Polarregionen eben so einen gedeckelten Ozean haben und man verstehen müsste, wie funktionieren die Meere darunter. Die berühmteste Expedition, die je stattgefunden hat bis zum heutigen Tag, ist natürlich die Fram-Expedition von Fridtjof Nansen von 1893 bis 1896, wo er in diesem kleinen Holzboot, was Sie sehen können, mit wenigen Männern zusammen eine Idee umgesetzt hat, eine Expedition, dass der Arktische Ozean keinen Kontinent in der Mitte hat, sondern dass er von Meereis bedeckt ist, was driftet mit den Ozeanströmungen, was jedes Jahr neu geboren wird nach dem Sommer, im Winter, vor allen Dingen an den sibirischen Küsten. Die Eisbedeckung zu Fridtjof Nansens Zeiten war eine völlig andere als wir heute haben. Das Besondere an dieser Expedition ist eben, dass er damals dafür geworben hat, dass es möglich sein müsste, damals ging es nur um die Thermometer, mit denen die Wissenschaftler gemessen haben, dass man Thermometer auf der ganzen Welt von allen Physikern eicht, sodass sie das Gleiche messen, sodass man überhaupt globale Temperatur rekonstruieren kann. Er hat sein Schiff vollgestopft mit neuen Messinstrumenten, die es damals gab, und sich sehr damit beschäftigt, wie man kalibriert und standardisiert, um eben erstmals den Arktischen Ozean über mehrere die Bilder, die wir von diesen Experten, die zeigen die Menschen,
Genau, die Bilder, die von der Expedition bewahrt sind, zeigen Leute in verschiedenen Arbeiten, verschiedene Berufe, die Schlittenhunde und alles, was sie damals mit hatten. Und sie zeigen auch, wie Sie hier sehen können, schon Beobachtungen zu Presseisrücken, wenn also die Eisschollen zueinander vom Wind verpresst werden. Aber vor allen Dingen sieht man eine geschlossene Meereisdecke. Was mich so fasziniert hat, ist, und das hoffentlich können Sie sehen, es sind ein paar Zeichnungen von Fridtjof Nansen, der auch eines der ersten Mikroskope an Bord hatte und sich damit beschäftigt hat, Eis zu mikroskopieren. Er hat dann diese Zeichnungen hier durchgeführt, die man so ganz dünn sehen kann oben, und hat festgestellt, dass in jedem Stückchen Eis Einzeller leben, und hat ihnen allen Nummern gegeben und hat zugesehen, wie die sich gegenseitig auffressen, und hat diesen wunderschönen Expeditionstext geschrieben, wo er die Natur bewundert, die in der Lage ist, überall und auch in den extremsten Lebensregionen Leben hervorzubringen. Und das hat mich schon als junger Mensch absolut begeistert, dieser Entdeckergeist, auch diese große Frage, woher kommt dieses Leben und wie funktioniert es überhaupt, bei minus 20 bis minus 40 Grad noch lebensfähig zu sein als Einzeller. Das ist etwas Besonderes. Bis heute können wir diese Rätsel nicht alle lösen. Aber ich würde gleich gerne ein bisschen in diese neuen Bilder von dem besonderen Leben des Arktischen Ozeans mit Ihnen tauchen. Mir war es vergönnt, in 1993 ganz zuzumachen. Und in dem roten Kästchen sehen Sie zwei Gebiete, in denen das AWI wirklich seit dieser Zeit, schon vor dieser Zeit, regelmäßig Expeditionen durchführt. Ich habe damals die ersten Proben genommen, um nach Tiefseemikroben zu schauen, und hatte schon von Anfang an ein gutes Netzwerk, eine Beziehung zu russischen Taxonomen und Zoologen, die auch daran interessiert waren, herauszufinden, wie tief das Leben im Arktischen Ozean verbreitet ist, weil es ja ungeheuer wenig Nahrung gibt. Dadurch, dass das Eis, Meereis auf dem Ozean liegt, ist ja das Sonnenlicht abgeschirmt. Und so konnte man davon ausgehen, dass vielleicht die niedrigsten Zahlen von Lebensverbreitung im Arktischen Ozean zu finden sind. Als ich in 2012 wiederkam, war ich Expeditionsleiterin und hatte eine internationale Crew an Bord und wollte gerne genau zu den gleichen Stellen fahren wie zu meiner Doktorarbeit, um Proben zu nehmen, um zu vergleichen, was in diesen 20 Jahren passiert ist. Was man nicht wissen konnte, ist, dass in 2012 das bis heute größte Meereisminimum stattgefunden hat, eine unglaubliche Hitzewelle und sehr schnelles Abschmelzen von Meereis bis auf nur noch geringe Konzentrationen. Und das hat für mich damals auch meine Forschung verändert, weil ich mir vorgenommen habe, weil ich selbst Augenzeuge war dieser Veränderung, dass ich unbedingt in der Lage sein will, mit Kolleginnen und Kollegen international überhaupt eine Basislinie für das Leben im Arktischen Ozean aufzustellen, um sagen zu können, in 10, in 20, in 30 Jahren, so hat sich der Arktische Ozean mit all seinem Leben verändert. Was man in 1993 noch nicht so genau wusste, das sehen Sie hier an dieser Trendlinie. Auf der X-Achse sehen Sie die Jahreszeitenzahlen und auf der Y-Achse die Quadratkilometer Meereisausdehnung im Oktober, also im Herbst, wenn es wieder beginnt zu frieren. Und dann sehen Sie nochmal mein Meereisminimum in 2012. Vor kurzem ist es noch weniger geworden. Und Sie sehen aber, wenn Sie jetzt mal schauen nach 1993, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, da ist die natürliche Schwankung vom Meereis immer noch so auf und nieder, dass sich damals nicht so wirklich jemand getraut hat zu sagen, wenn wir Menschen so weiter Klimagase emittieren, wenn die Erde wärmer wird, dann wird das Meereis bald verschwinden. Und heute haben wir aber diesen recht stabilen Trend, der aber vielleicht auch nochmal kippt und sich beschleunigt. Und das bedeutet für uns, dass wir eigentlich, wenn wir die X-Achse langfahren und jetzt mal schauen, wann wir auf Null kommen werden, dass wir vielleicht die erste Generation Menschen sein werden, die mit einem im Sommer meereisfreien arktischen Ozean lebt. Dieser Film soll einfach mal zeigen, was das Problem ist. Wir sind noch ganz bei der Physik. Sie sehen jetzt hier hoffentlich, dass arktische Meereis so aufgeschmolzen, dass es gar nicht wie so eine geschlossene Meereisdecke aussieht, sondern voll ist von kleinen Tümpeln, wo also es oben auch grau und dunkel ist. Und hier sieht man das Schiff Polarstern, wie es durch das Meereis hindurch fährt eigentlich. Es bricht noch nicht mal so richtig das Eis. Und Sie können sich jetzt vorstellen, dort, wo also schon mal Eis aufgesprungen ist, wo der dunkle Ozean zu sehen ist, der nimmt dann mehr Wärme auf, mehr Sonnenlicht auf und schmilzt das Eis auch noch mal schnell von unten.
Das mehr als heute hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich in der Doktorarbeit noch gesehen habe. Heute ist das mehr als im Sommer unter einem Meter dick. Man kann ganz leicht durchbohren. Und als ich damals als Doktorandin unterwegs war, da war das Meereis noch mehrere Meter dick. Und es war viel schwieriger für den Ozean durch seine Wärme, es aufzuschmelzen. Aber heute kann der Ozean wirklich sehr schnell große Flächen des Meereises abschmelzen. Hier sieht man nochmal ein großes Problem, was vor allen Dingen auch die Biologen betrifft. Im Vergleich jetzt nochmal Daten von 1985 und Daten von 2015. Sie sehen nochmal die Meereisbedeckung auf dem arktischen Ozean, aber jetzt so Farbskala kodiert. Und der Unterschied, der mehrjähriges Eis mehr gibt, was ist eigentlich besonders an mehrjährigem Eis? Mehrjähriges Eis bedeutet, Substrat ist, und wenn Sie jetzt mal kurz überlegen, Sie wären ein Einzeller oder Sie wären ein Wurm oder ein Krebschen oder so ein Lebewesen, was im Meereis lebt, macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob man mal ins Wasser fällt oder ob man immer Eis hat. Dass es fast überhaupt kein mehrjähriges, also über mehrere Jahre wachsendes, überlebendes Eis gibt. Was man jetzt noch dazu braucht, um zu verstehen, welche Veränderungen wir heute sehen, ist das Verständnis um die Saisonalität der Arktis. Es kommt ja noch dazu, dass natürlicherweise nur der Sommer Licht hat, die Sommermonate. Und wenn man sich überlegt, in welchem Winkel die Erde zur Sonne steht und wie viel Licht überhaupt noch am Nordpol ist, dann sind es wirklich nur 2-3 Monate, wo überhaupt im Jahr Algenwachstum im Ozean und im Eis möglich ist. Das vergisst man oft, aber das ist so besonders an diesem Lebensraum. Arktis wie Antarktis, also die Polarregionen, sind extrem saisonal. Da müssen die Lebewesen, also diese ganze Nahrungsnetze von Algen zu kleinen Krebschen, zu Fischen, zum Walross, dem Eisbären und dem Menschen, das ist getriggert auf einige wenige Monate rund um den Nordpol, im Grunde nur von Juni bis August, dass das Nahrungsnetz dann aber richtig explodiert und alles sozusagen mit Reproduktion und sich gegenseitig fressen und wieder vermehren beschäftigt ist. Und dann wird es wieder dunkel. Und diese Dunkelheit bedeutet tatsächlich, dass über mehrere Monate nicht genug Sonnenlicht ist, damit es Photosynthese gibt. Dennoch überleben die Algen und die Krebse und viele arktische Lebewesen haben eine ganz besondere Anpassung an diese Kälte. Sie sind mehrjährig im Vergleich zu ihren Verwandten in gemäßigten Breiten, die nur einjährige Zyklen haben, haben gerade die Polarlebewesen sehr oft überjährige Lebenszyklen, was sehr erstaunlich ist. Sie können sich Reserven anlegen. Sie sind aber auch gleichzeitig natürlich verwundbar, weil alles eben zu einer bestimmten Zeit funktionieren muss. Was man hier sehen kann, ist jetzt mal der Blick eines Tauchers von unten. Also Taucher, die das Meereis von unten betrachten, die sehen sowas wie einen umgedrehten Meeresboden. Und sie sehen hier in grün das, was man in rechts sieht, was ein russischer Taucher aufgenommen hat, als es noch mehrjähriges Eis gab. Diatomeen, also Kieselalgen, können riesige Ketten, können meterlange Algenwälder bilden unter dem Eis. Mittlerweile sind sie aber mit dem mehrjährigen Eis einigermaßen geschrumpft und verschwunden. Das Eis selbst mit seinen Löchern und Rissen bietet viel Schutz für alles mögliche Leben, Krebschen, Würmer. Und die brauchen den Schutz, weil natürlich das Meer voll ist von hungrigen Lebewesen wie Stachelquallen, verschiedene Fische. Es ist also wirklich so, dass das Meereis ein ganz besonderes, eigenartiges Biotop ist. Und das ist leider am Schwinden. Wie können wir jetzt überhaupt Veränderungen feststellen? Ein wesentliches Instrument, was wir benutzen im Ozean, und das ist eigentlich eine hohe ozeanografische Kunst, ist auch unter dem Eis solche Fallen aufzustellen, wie Sie hier sie sehen. Wir wollen nämlich wissen, wie die Veränderungen des Meereises auch die biologische Pumpe, also das Absinken von absterbenden Algen oder Krebsen oder ihren Ausscheideprodukten beeinflusst. Dann stellt man an einem Anker mit Seilen verkettet solche Trichter auf. Diese Trichter sind sehr groß, viel größer als ein Mensch, im Durchschnitt 1 Meter Durchmesser. Und unten sieht man so ein Rad, wo diese Fläschchen dran sind, die Sie hier so ausgebreitet sehen. Und Sie sehen hier auch nochmal die Monate beziffert. Und was wir damit dann also machen, ist, wir fangen, während das Schiff und die Wissenschaftler nicht da sind, Proben aus auf dem Eis.
und können dann so rekonstruieren, wie war die Saison, wann sind die Algen gestorben, in die Tiefsee gefallen und wie viel Nahrung gibt es eigentlich überhaupt für die Tiefsee. Das ist besonders im Arktischen Ozean, das über den langen Winter hinweg sehr, sehr wenig Export ist und dann eben, wie ich eben schon kurz sagte, im Juli und August auf einen Schlag die Nahrung für ein ganzes Jahr in die Tiefsee fällt. Was Sie hier sehen, ist eine wichtige Entdeckung. Während wir in 2012 das Meereisminimum aufgezeichnet haben, ist wie erwartet alles Leben aus dem Meereis ausgeschmolzen und in die Tiefsee gefallen. Sie sehen hier ein Forschungsgerät, den sogenannten Multicorer, den Meeresbodensedimente aussticht. Und links sehen Sie in diesen kleinen Fotos nochmal die Algen, die wir dann vom Tiefseeboden aus über 4,4 Kilometer Wassertiefe fast am Nordpol wieder zurückgewonnen haben. Es sind Kieselalgen, die kolonial leben. Die bilden eben diese langen Fäden und Ketten. Und die waren lebend am Meeresboden. Wir haben sie wieder nach oben geholt und konnten sie dann weiter kultivieren. Und wir haben also festgestellt, dass diese neue Nahrung, die in die Tiefsee fällt, sehr, sehr viel ist, mehr als die übliche Menge an Jahresexport, dass aber fast keine Tiefseelebewesen darauf getriggert sind oder angepasst sind, diese Meereisalgen zu futtern. Wir haben eine Seegurke gefunden, wie Sie hier ganz links unten im Bild sehen. Die konnte ein bisschen davon fressen, die hat aber das meiste wieder ausgeschieden. Sie konnte das kaum verdauen. Und dann haben wir noch einen Haarstern gefunden, der auch in der Lage war, davon zu fressen. Wir haben gesehen, dass Bakterien diese Meereisalgen verdauen, aber fast kein Leben konnte direkt auf diese neue Nahrungsquelle reagieren. Was bedeutet jetzt also der Meereisschwund für die Artenvielfalt im Arktischen Ozean? Da muss man noch mal kurz überlegen, was wissen wir überhaupt über die Artenvielfalt und die Biologie des Arktischen Ozeans. Was Sie hier sehen im Bild, ist die heute verfügbare Basislinie aller Proben, die jemals genommen worden sind, die publiziert sind, die wir genommen haben oder die unsere russischen Kollegen genommen haben, sind in einer Arbeit, die ich mit russischen Doktoranden durchgeführt habe, zusammengetragen worden, damit wir überhaupt eine Basislinie haben. Sie sehen also den Arktischen Ozean und der graue Rand, der zu sehen ist, der ist der Unterschied zwischen Schelf und Tiefsee. Und Sie sehen, dass die Biomassen also unglaublich gering sind im Arktischen Ozean in der Tiefe. Das liegt daran, dass dort bisher immer Meereis obendrauf war und das Algenwachstum sehr kontrolliert hat, sehr klein gehalten hat in den wenigen Monaten, wo überhaupt Licht ist, wo etwas produziert werden kann und absinken kann. Und genau das ist die Herausforderung. Dieser Ozean, der sich schneller als jeder andere Ozean der Erde verändert, ist gleichzeitig der Ozean, für den wir die allerwenigsten Proben haben. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine richtig anständige Basislinie, um zu sagen, so hier ist, das ist schon alles passiert, das wird in der Zukunft passieren. Da ein großes Problem ist, dass wir eben sehr wenig standardisierte Daten haben. Wir haben eine Analyse gemacht, wie viel dieser Punkte, die Sie hier sehen, wo Biomassebestimmungen des Lebens im Schlamm am Meeresboden durchgeführt worden sind, und mussten die mühsam umrechnen oder schätzen, weil doch viele Biologen ihre Proben auf verschiedene Weise nehmen, verschiedene Siebe benutzen, um die Meereslebewesen auszusortieren. Das Ganze führt eben dazu, dass wir heute, trotz all der Technologie, die wir haben, kaum anständige Daten haben für den Arktischen Ozean und seine Veränderungen in Bezug auf die Lebensvielfalt also somit nur ganz kümmerlich feststellen können. Wir haben uns die Mühe gemacht, für die verschiedenen Größenklassen der Tiere im Arktischen Ozean am Meeresboden alles zusammenzutragen, was es an Wissen gibt. Hier sehen Sie die häufigsten Arten, die man am Meeresboden, die Tiefsee rund um den Nordpol ist sehr schlammig, die man dort feststellen kann. Es sind Seeanemonen, Seegurken, es gibt einige spezielle Polycheten mit Kalkschalen drumherum, es gibt große Isopoden, Asseln, es gibt Haarsterne, ganz selten mal einen Seestern. Und das ist es schon fast, was man eigentlich mit bloßem Auge sehen kann. Es gibt sehr, sehr wenig Fische in der Tiefsee des Arktischen Ozeans, fast keine. Wir sind überhaupt auf der Expedition die Ersten gewesen, die welche lebend aufgezeichnet haben. Der Arktische Ozean ist zudem auch ein recht junger Ozean und hat eine begrenzte Artenvielfalt, ist aber davon ausgeprägt, dass er sehr viel, einen hohen Prozentsatz endemischer Arten hat, also Arten, die nur im Arktischen Ozean vorkommen und sonst nirgendwo. Wir haben auch versucht, und das zeigen die bunten Punkte hier,
über die Daten selbst herauszufinden, wie lange wird es noch dauern, bis wir Menschen etwas sagen können über die zeitliche Veränderung der Lebewesen im Arktischen Ozean. Die bunten Punkte stehen hier für verschiedene große Polarexpeditionen, die stattgefunden haben und die dieser Frage gewidmet waren. Wie ändert sich oder was ist überhaupt das arktische Leben in der Tiefsee? Und wenn Sie jetzt mal schnell einfach gucken, hier über einen Tiefengradienten aufgetragen, die Wassertiefe und links die Biomasse und in bunt die verschiedenen Jahreszahlen, dann können Sie sofort erkennen, dass es kaum ein Jahr gibt, in dem mehr in einer Wassertiefe überhaupt überjährige Beobachtungen zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich schlimm, weil das bedeutet, dass bei diesem enorm schnellen Wandel, vor dem wir stehen, wir also noch nicht mal wirklich auf harten Fakten sagen können, das hat sich schon verändert, das ist noch da. Wir können eigentlich nur immer wieder darauf verweisen, dass die Logik einem eben sagt, dass wenn das Meereis schwindet und die Algen sich verändern, früher oder später in den Tiefsee fallen, das natürlich Konsequenzen haben muss. Und gleichzeitig machen wir immer noch ganz große Entdeckungen im Arktischen Ozean, auch im Antarktischen Ozean. Wie gesagt, könnte ich so einen ähnlichen Vortrag auch über die Antarktis halten. Aber ich bleibe jetzt mal bei der Arktis. Gerade dieser Tage wird ein Artikel von meiner Arbeitsgruppe veröffentlicht, wo es uns gelungen ist, erstmals am Gackelrücken, Sie sehen hier mit dem Pfeil den Gackelrücken angemalt. Das ist eine Spreizungszone, in der neue Erdkruste entsteht, weil die Ozeanplatten auseinanderweichen und eben dort auch heiße Quellen und auch erheblicher Vulkanismus zu finden ist. Es ist uns gelungen, mithilfe von Polarsternen und neuen geschleppten Kamerasystemen und auch einem ganz neuen Roboter erstmals überhaupt Beobachtungen von diesen Rücken aufzuzeichnen. Und dieser Rücken ist eben von wirklich gigantischen Seebergen, riesigen Vulkanismus ausgezeichnet. Sie sehen hier auf der rechten Seite nur ein Stückchen Karte von einem einzigen Seeberg, von Tausenden von Seebergen, die es in der Arktis gibt. Wir haben die überhaupt erstmal richtig auf der Karte eingezeichnet, weil diese Seeberge, die immerhin 4 Kilometer hoch sind und ganz verschiedene Profile haben, weil die oft auch noch so schlecht auf der Karte eingezeichnet sind, dass man sich um 2-3 Kilometer horizontal und in der Vertikale nochmal um ein paar hundert Meter irrt, wenn man da mit dem Schiff drüber fährt. So schlecht sind die Meereskarten unter dem Meereis. Hier müsste hoffentlich sich ein Film abspielen. Das ist nur ein kleiner Blick auf das, was wir am Meeresboden gesehen haben. Sie müssen jetzt mal kurz, vielleicht sind unter Ihnen einige Biologen, dann erkennen Sie natürlich ganz schnell, was Sie hier am Meeresboden sehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als wir einen dieser größten Seeberge überhaupt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit eine Kamera da unten hatten, bei ungefähr 600 Meter Wassertiefe, haben wir die dichteste Ansammlung von Geodia-Schwämmen. Das sind ganz besondere Bakterienschwämme, riesige Schwämme, bis zu 1 Meter im Durchmesser, über und über bewuchert von Würmern und aber ganz große Schwämme, die auch noch uralt werden. Eine solche dichte Ansammlung wurde bis heute noch nie irgendwo im Arktischen Ozean oder im Atlantik gefunden. Die Schwämme wachsen teilweise übereinander und wir haben festgestellt, dass diese Schwämme sogar in der Lage sind zu kriechen. Sie wechseln den Ort und bringen sich in eine Position, wo sie besser Nahrung aufnehmen können. Ein also völlig unbekanntes Nahrungsnetz. Was wir herausgefunden haben, ist, dass diese Schwämme auf alten Quellen von Methan leben, weil darunter, unter ihnen, was Sie hier so in Schwarz da durchschimmern sehen, abgestorbene Röhrenwürmerröhren liegen, die immerhin aus einigermaßen leckeren Chitin und Protein bestehen, auf denen diese Schwämme sitzen. Und sie verdauen das anscheinend, weil es sonst kaum Nahrung für diese Schwämme überhaupt an diesem Ort zu finden gibt. Das ist nur ein Beispiel von all diesen Geheimnissen, die wir dem Arktischen Ozean noch zu entlocken haben. Und das zeigt eben nochmal, wie wichtig es ist, dass wir überhaupt Basisdaten haben von den Meeren, die wir gar nicht kennen. Ich würde jetzt wieder auftauchen wollen und nochmal diesen Zusammenhang zwischen Meereis und Biologie bringen. Sie haben jetzt ein paar Beispiele gehört, wie wichtig das Meereis für das Leben im Arktischen Ozean ist. Es ist aber eben auch wichtig für die großen Meeressäuger der Arktis, die teilweise ja auch Meeressäuger sind, die weltumspannend, ich spreche jetzt von den Walen, leben. Und noch einmal ein Beispiel dafür, wie nichtlinear eben Biologie und das Leben funktioniert.
Sie schauen nochmal auf den Arktischen Ozean und sehen nochmal die Veränderung des Meereises zwischen vor 2000 und bis heute 2012. In Blau der Durchschnitt vor 2000 und in Grün, das ist eher der typische Durchschnitt, wie wir ihn in den letzten 5 Jahren hatten. Und Sie sehen also die Distanz des Meereises gegenüber den Lebensräumen von Eisbär und dem Walross ist enorm zurückgegangen. Was bedeutet das jetzt für solche großen Lebewesen, Säugetiere, die das Meereis jetzt nicht fressen und auch nicht die Einzeller darin, aber die darauf laufen oder sich darauf ausruhen? Es bedeutet, dass wenn das Meereis schwindet, wir diese Arten verlieren werden. Und das ist eben das Dramatische an dem, was wir vor uns haben, worauf ich jetzt noch zum Abschluss einmal kommen will. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ist, dass die Erwärmung mittlerweile so dramatisch fortgeschritten ist, dass wir eben vor dem Verlust ganzer großer Ökosysteme und unglaublich vieler Arten stehen. Und da muss ich sagen, ist das, was uns an Wissen mitgegeben worden ist, kaum entsprechend dem, was wir heute beobachten können. Als ich gelernt habe, dann hieß es noch, Meereslebewesen können gar nicht aussterben, die können sich immer verstecken oder die können gar nicht überfischt werden oder die Änderung des Ozeans kann gar nicht so groß und so schnell sein, dass es wirklich Meereslebewesen betrifft. Aber heute wissen wir, das ist nicht wahr. Es betrifft auch die Meereslebewesen und es betrifft vor allen Dingen Meeressäuger, die sind enormen und enorm vielfältigen Drücken ausgesetzt. Leider ist auch mit dem Rückgang des Meereises der Fortschritt zum Beispiel der Seefahrt, des Tourismus, des Eintrags von Müll und Schmutz, Rußpartikeln, all das ist mehr geworden. Der Lärm in der Arktis ist ungeheuer geworden. Das messen wir auch mit unseren ganzjährigen Verankerungen. Und das zusammengenommen bedeutet eben, dass eine Region, in der sehr, sehr wenige Menschen leben oder wir auch immer noch denken, ist die unberührte Natur, da ist eigentlich gar nichts los, dass wir dort eigentlich, wo wir nichts sind, die massivsten Veränderungen haben. Und natürlich hängt alles mit allem zusammen. Ich mag diese Abbildung sehr gerne. Sie ist aus einem Lehrbuch von Inuit. In der Schule wird gelehrt, wie eben die Menschen, die von den Ressourcen der Meere leben, vom Meereis, auf dem Meereis sich fortbewegen, mit dem Eisbär, mit den Robben, den Walen zu tun haben, wie die auch betroffen davon sind, dass sich das Algenangebot, all dieses Leben, was wir jetzt ganz kurz einmal angesprochen haben, verändert. Natürlich betrifft es auch den Menschen. Was gar nicht so viele Leute wissen, ist, dass was wir als Forschende die arktische Amplifikation, also die arktische Beschleunigung nennen, woher kommt das eigentlich? Sie sehen jetzt hier nochmal eine Weltkarte und diesmal eben der übliche Blick, der äquatoriale Blick sozusagen mit Afrika und Europa in der Mitte. Und das sind die vermessenen globalen Erwärmungen, aber jetzt eben regional unterschiedlich aufgezeichnet. Die beobachtete Temperaturänderung, die wir mittlerweile haben, zwischen 1970 und 2017, ist in der arktischen Region doppelt bis dreimal so schnell wie im Rest der Welt. Die Antarktis hält sich da etwas besser. Sie ist ja geschützt von ihren gigantischen Eismassen und dem großen Südozean, der so viel Wärme schluckt. Das hatte ich anfangs erwähnt. Aber die Arktis hat nicht so große Eisschilde und hat eben auch nicht einen solch zirkumpolaren Ozean. Im Gegenteil hat sie eben kontinentale Masse, die sich sehr schnell erwärmt. Sie hat auch eine flache Atmosphäre, dadurch, dass sie keine Gebirge hat und nicht so hohe Eisschilde, wie ich schon sagte. Und so ist diese unglaubliche Beschleunigung der Erwärmung in der Arktis tatsächlich eine fundamentale Bedrohung für alles Leben. Und auch unser Klima, unser Wetter, das ist ganz klar. Die Vorhersagen, wie es weitergehen wird mit unserer Geschichte und den Polarregionen, Die ist hier abgebildet. Die Folie ist etwas komplex. Ich will kurz erklären, was Sie hier eigentlich sehen. Sie sehen ja auf der X-Achse nochmal Breitengrad aufgetragen. Und Sie sehen bei 90 Grad Süd, also die antarktische Region, und Sie sehen bei 90 Grad Nord, den Nordpol. Und dann sehen Sie auf der Y-Achse Temperaturänderungen, die vor uns liegen. Temperaturänderungen unseres Heutes zur Zukunft, zu Ende des Jahrhunderts. Der Unterschied ist, dass wir viele, viele nichtlineare Phänomene in der Arktis haben, die zu einer überproportionalen Beschleunigung führen, wie ich es eben schon kurz angesprochen habe. Was man aber auch sehen kann, ist, wenn man mit den Augen mal drauf schaut, wie sehr können wir uns eigentlich irren in der vorhergesagten Beschleunigung der Erwärmung, dass wir uns leider nur nach oben irren können. Es ist nicht so, dass eine Fehlerbetrachtung, die wir aus den Klimamodellen haben, übrigens auch die Universität Hamburg ist hier exzellent oder vor allen Dingen die Universität Hamburg ist hier exzellent mit uns in Kooperation.
die Arbeitsgruppen zum Beispiel rund um Dirk Notzi an der Universität Hamburg oder auch die Arbeiten des Max-Planck-Institutes, die sind essentiell für diese Vorhersagen. Wir haben mittlerweile ganze große gemeinschaftliche Missionen rund um die Verbesserung von Vorhersagen und die Vergleiche der Erdsystem- und Klimamodell-Outputs. Und was Sie hier aber eben sehen, ist, dass wir uns furchtbar nach oben irren können. Wir können falsch liegen mit dieser Einschätzung, dass die Arktis sich 2 bis 3-mal so schnell erwärmt. Sie kann sich eventuell noch viel schneller erwärmen. Und das wird vor allen Dingen eben auch an der Universität Hamburg erforscht. Ich möchte jetzt noch mal kurz ein paar Sätze sagen zu einer kürzlich abgeschlossenen Expedition. Vielleicht haben Sie sogar den Film im Fernsehen gesehen, die genau diesem gewidmet ist, wie schon Fridtjof Nansen mit der Fram-Expedition, also eine einjährige oder mehrjährige Driftexpedition durchgeführt hat, um diese furchtbaren Lücken von Daten im Winter aufzuholen und die Frage zu stellen, wie beeinflussen sich eigentlich Extremwettersituationen gegenseitig, die im Norden stattfinden, rund um den Nordpol unser Wetter machen oder unser Wetter das Wetter am Nordpol. Es wurde auch biologisch, wurden ganz viele verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Nur mal ein ganz paar Bilder, damit Sie auch noch mal sehen, wie erstaunlich das ist, dass diese Bilder auch die ersten sind. Also es gibt keine Buntbilder vom Winter am Nordpol, weil eben noch nie jemand zu dieser Jahreszeit dort oben war. Wir haben uns Mühe gemacht, auch die Ergebnisse der Nansen-Expedition mit dem von heute zu vergleichen, auch darüber zu sprechen und zu zeigen, wie unterschiedlich wir heute forschen können. Fridtjof Nansen hat ja schon alles dafür getan, dass seine 10 Messgeräte, die er dabei hatte, standardisiert waren. Auf dem Eisbrecher Polarstern waren Hunderte von Sensoren und Messinstrumenten, mit denen wir eben die Atmosphäre, das Eis, den Ozean bis runter in die Tiefsee vermessen können. Aber gerade dieses Phänomen der polaren Nacht, also wie kalt kann es eigentlich heute noch am Nordpol werden? Was macht das Leben denn im Eis, im Winter, wenn es kein Licht gibt? Das einzige Licht, was die Forschenden dort oben hatten, war ja ihre Kopflampen oder Licht, das das Schiff gemacht hat, oder eben der Vollmond, der dort besonders stark scheint. Und die Forschenden haben eben untersucht, findet im Winter überhaupt noch irgendwas statt in der Arktis? Was uns erstaunt hat und auch ein bisschen erschreckt hat, ist, dass der Winter, die Durchschnittstemperatur des arktischen Winters, in dem unsere Forschenden dort oben waren, schon 10 Grad wärmer ist gegenüber der Temperatur, die Fridtjof Nansen vor 125 Jahren vor sich hatte. Dieser Winter hat erneut Rekorde gebrochen. Für Alaska ist die gerade veröffentlichte Temperaturveränderung, das ist aber ein extremes Jahr gewesen, 20 Grad Unterschied, 20 Grad wärmere Wintertemperaturen in Alaska in diesem Winter im Vergleich zu allen Wintern, die Alaska sonst kennt. Was wir auch mit dieser großen Expedition gemacht haben, ist, wir haben interdisziplinär geforscht und auch direkt mit den Menschen kommuniziert, indem jeder Tag eigentlich Tagebucheintragungen von Forschern gemacht worden sind, Bilder geteilt worden sind vom Leben im Eis, zum Beispiel den hungrigen Eisbären, die direkt vor der Reling der Polarstern gewartet haben, dass doch mal der eine oder andere Wissenschaftler ihnen das Leben im Winter versüßen würde, was aber natürlich Gott sei Dank nicht stattgefunden hat. Die Eisbären mussten unverrichtete Dinge weiterziehen. Und wir haben durch dieses täglichen Austausch mit Leuten, die uns auch Fragen stellen konnten an Bord, auch geschafft, dass der Nordpol mal in die Wohnzimmer von Menschen gekommen ist, weil wir einfach heute verstehen müssen, dass das, was dort oben passiert, gar nicht so weit weg ist von uns und tatsächlich unser Wetter und unser Leben prägt. Es gab unglaubliche Beobachtungen von Lebewesen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, wie den Polarfuchs. Ich selber habe ihn noch nie gesehen, der ist auch kaum zu erkennen. Da mussten wieder tagelang Fotografen auf der Lauer liegen, um überhaupt dieses große Leben auf dem Eis zu fotografieren. Er zieht den Eisbären hinterher und frisst die Reste. Und so hatten wir Kamerateams und Fotografen aus der ganzen Welt dabei, die aufgezeichnet haben, wie geht es dem Nordpol heute? Wie sieht der aus? Wie sieht der im Winter aus? Und auch die waren herausgefordert, weil natürlich bei minus 40 Grad, auch das kommt nochmal vor, Kameras zu bedienen, die Technik aufzubauen, die überhaupt zum Laufen zu kriegen, eine große Herausforderung ist. Geschenkt haben uns die Fotografen und die Filmteams aber unvergleichliche Aufnahmen einer Welt, die wir Menschen kaum kennen. Sie können das noch ansehen. Ich glaube, es ist immer noch in der Mediathek oder kommt ab und zu mal. Die Expedition Arktis ist ein Film, die eben die Mission zeigt.
Und dieser Film ist mittlerweile in 170 Sprachen übersetzt. Es gibt ja nur 200 Länder auf der Erde. Deswegen freue ich mich immer noch maßlos darüber, dass die Forschung, die wir da durchgeführt haben, weltweit Verbreitung gefunden hat und in alle Länder sozusagen dadurch es Gelegenheit gegeben hat, sich zu informieren, wie geht Wissenschaft heute, wie gehen Expeditionen und was entdecken wir in einer solchen fernen Region. Ich komme jetzt zum Schluss und will noch ganz kurz ein paar Worte sagen zu dieser Frage, was hat es mit uns zu tun? Anfangs stellte ich ja die Frage nach der Gleichförmigkeit des Klimas, nach dem, was die Polarregionen für uns Menschen tun. In Blau die CO2-Gehalte der Atmosphäre im Holozän, also und dann drüber hinaus im Pleistozän. Sie sehen hier bis 800.000 Jahre zurück. Das, was wir aus den Eisbohrkernen ablesen können, schon große Schwankungen am CO2-Gehalt, die was mit Erwärmung und Erkaltung der Erde zu tun haben. Aber dann sehen Sie in Rot auf der rechten Seite, dass wir in nur 150 Jahren die CO2-Gehalte der Atmosphäre um fast 130 Parts per Million, also Anteile pro Million Luftmoleküle, erhöht haben, völlig rausgelaufen sind aus dem, was wir Menschen, was die Menschheit in ihrer Geschichte hat an Erfahrung mit solchen CO2-Gehalten, die direkt auf die Temperatur der Erde wirken. Was vor uns liegt, ist eben das Ungewisse. Das ist eine Abbildung, die zeigt nochmal verschiedene Pfade, die wir Menschen gehen könnten und was das mit dem Meereis machen wird. Sie sehen hier in lila das, was wir eigentlich gerne hätten, eine Menschheit, die sich zusammenreißt in Bezug auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe, der es gelingt, die Erde nicht über 1,5 Grad zu erwärmen. Und Sie sehen in Rot unser Szenario der Gegenwart, die Auswirkungen auf das Meereis, die unser Verhalten, wenn wir es extrapolieren, wenn wir einfach nur die sind, die wir sind und so weitermachen würden, dann sehen Sie einen Pfad, der dazu führen kann, dass wir schon zu 2030 bis spätestens 2050 damit konfrontiert werden, dass arktische Sommer kein Meereis mehr haben, mit allen Konsequenzen für das Leben, die ich ja eben nur angerissen habe. Das ist eigentlich unvorstellbar. Das ist ein so fundamentaler Eingriff in das Erdsystem, dass man sich gar nicht denken kann, dass es nicht einfacher für uns Menschen sein sollte, unser Verhalten zu ändern und in internationaler Kooperation einen Weg aus dieser Klimakrise zu finden. Und das Meereis ist ja nur eins dieser großen Trigger, dieser großen Kipppunkte der Erde. Wir haben ein Meereis, was mittlerweile so niedrig ist, wie wir es auch nicht mal mehr rekonstruieren können, dass es jemals war. Wir haben an Land den Rücklauf, das Schmelzen der Gletscher, für das es auch kein Vorbild gibt. Wir haben einen unglaublich schnellen Meeresspiegelanstieg. Gerade schauen wir alle mit Interesse an das Abbrechen des Twight-Gletschers in der Antarktis, wo unser Schiff jetzt bald hinfährt, um zu vermessen, wie die heutigen Meeresspiegelanstiege und die heutigen CO2-Kreisläufe sich mit denen früherer Zeiten vergleichen. Na, vor allen Dingen haben wir eben die höchste CO2-Konzentration höher, als wir es für die gesamte Menschheitsgeschichte kennen. Ich möchte jetzt mit dieser Folie enden und nochmal zusammenfassen, was das mit uns zu tun hat und mit den Ozeanen. Diese Folie, die finde ich sehr wichtig. Es ist eine Zusammenstellung eines weltweiten Projektes zum CO2-Kreislauf. Und was wir hier zu Gesicht bekommen, ist eine Aufstellung nochmal über eine Zeitskala von vor der industriellen Revolution 1850. In Deutschland war sie später als anderswo. Bis 2019, sie wird jährlich veröffentlicht. Und wir sehen, was wir Menschen tun und wir sehen, was die Natur zu bieten hat, um uns zu helfen sozusagen. Oben die obere Abbildung, wo man in Orange die CO2-Quellen sieht, sieht man der Anstieg der CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Kohle und Gas. In Gelb sieht man die Landnutzungsänderungen, also CO2-Emissionen, wie sie aus zum Beispiel dem Abholzen kommen oder der Landwirtschaft generell. Zusammengenommen sehen Sie, dass immerhin es eine kleine gute Nachricht gibt. Seit ungefähr 4 Jahren steigen die Gesamtemissionen nicht mehr weiter an. Sie bleiben ungefähr gleich bei 40 Gigatonnen. Das liegt vor allen Dingen am Rückgang in der Nutzung von Kohle,
Erdöl- und Erdgasnutzung steigen weiter an. Es ist aber ein sehr hohes Niveau, was wir uns nicht leisten können. Denn wenn man nach unten guckt, unter die Nullachse, sieht man in Blau, was die Natur eigentlich leisten kann in Bezug auf Aufnahme und Rückholung von CO2. Die Rolle des Ozeans erwähnte ich eingangs schon mal. Der Ozean schafft 25%, die Ökosysteme an Land auch ungefähr 25%. Aber alles, was die Pflanzen nicht aufnehmen, alles, was der Ozean nicht aufnimmt an CO2, landet unweigerlich in der Atmosphäre und beeinflusst dort die globale Erdtemperatur, die Beschleunigung der arktischen Meereisschmelze und künftig auch der antarktischen Schmelze ungeheuerlich und steigend. Und das ist leider die traurige Wahrheit, die natürlich uns allen große Sorgen macht, ist, dass die Systeme, die Ozeansysteme, die Ökosysteme an Land gar nicht mehr CO2 aufnehmen können in Zukunft. Sie schwinden ja selber. Wenn der Ozean wärmer wird, dann nimmt er weniger CO2 auf. Wenn es zu heiß wird, dann fällt das Land, der Boden so trocken, dass Wälder selber zu CO2-Emittenten und nicht mehr zu senken werden. Alles zusammengenommen bedeutet einfach nur eins, dass wir uns ein Weiter-so nicht leisten können und dass die Zukunft, diese erstaunliche Stabilität des Klimas, mit dem wir Menschen gewohnt sind zu leben, die unglaubliche Vielfalt von Arten auf der Erde, die Netzwerke, die uns eine fruchtbare Erde schaffen und ein gutes Leben, dass die alle gefährdet sind von dem Verhalten, in dem wir leider immer noch festzustecken scheinen, obwohl es ja immerhin ein paar gute Nachrichten gibt, dass dieses Thema ganz oben auf der politischen Agenda ist, dass es viel internationalen Zusammenhalt gibt, dass Europa einen sehr ehrgeizigen Plan hat. Es gibt also schon viele Anzeichen dafür, dass wir langsam das Steuer rumreißen. Aber die traurige Wahrheit, die wir Wissenschaftler immer wieder sagen müssen, ist, wir haben auch leider keine Zeit mehr. Das restliche CO2-Budget, was unsere Atmosphäre tragen kann, begrenzt sich bei einer künftigen Erwärmung von 1,5 Grad, über die wir nicht hinauskommen wollen, auf nunmehr nur noch 8 Jahre weiter so. Und das ist ja, wenn man ehrlich ist, viel zu wenig Zeit, um alle Infrastrukturen und das Weltwirtschaftssystem umzubauen. Also laufen wir unweigerlich in eine ganz schwierige Zeit hinein. Und für mich als Biologin bedeutet es auch, wenn wir einzelnen Menschen jetzt nicht so viel beitragen können, wir Wissenschaftler haben immerhin eine ganz wichtige Aufgabe, darin Augenzeugen zu sein. Und wir können uns alle fundamental anstrengen, das, was wir wissen, das, was wir können, zu teilen und wenigstens dafür zu sorgen, dass unsere Expeditionen laufen und dass wir über die Daten und die Erkenntnisse, die wir haben, zeigen, wie unsere Erde funktioniert und was es alles dort noch zu entdecken gibt. Und an dieser Stelle ende ich und freue mich auf die Diskussion. Okay, ja, Antje, recht schönen Dank. Mit Freude über die wunderschönen Bilder, die hochinteressanten, aber die letzten Diagramme stimmen einen doch sehr, ich würde sagen, pessimistisch. Aber gut, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Sie haben sicherlich Fragen dazu, dann nutzen Sie die Zeit, wo die Spezialistin hier ist bei uns und diese Fragen beantworten kann.